Fisch ging jetzt auf einen weißen Schneemann. Also oben weißer Boilie, unten ein 20 mm Exotic Scopex von unserer Gorilla Baits Range. Relativ kurzes Vorfach. Und weil ich vor Hindernissen fisch, habe ich ein Ausklinkblei, damit sich das Blei sofort beim Biss löst. Und ich finde immer, man hat viel direkteren Kontakt zum Fisch und kann auch den viel besser vom Holz weghalten. Immer noch mal checken, dass alles okay ist. Das passt. Hängen wir die Waage an. Genullt ist er schon. Schauen wir mal, was du wiegst. Wasser muss natürlich noch raus. Knapp 14 Kilo. 27 Pfund. So, ich habe gerade eben meine Rute neu ausgeworfen. Ich erkläre euch jetzt erstmal kurz die Funktionsweise von dem Carp Sounder Super IT. Hier mache ich ihn einfach an. Jetzt ist er an. Hier über die Tonlochscheibe verstelle ich die Lautstärke. Sind die Tonlöcher offen, ist er ganz laut. Sind natürlich zu, ist er leise, ist ganz klar. Hier oben verstelle ich die Tonhöhe. Hier oben wird er dann immer heller. Ich mag aber eher die tiefen Töne, darum drehe ich das ganz runter. Ist allerdings persönliche Geschmackssache. Zusätzlich habe ich jetzt hier den Carp Sounder Hänger. Den hänge ich jetzt auch noch ein. Natürlich brauchen wir den für eine sensible Bissanzeige, nicht nur optisch, sondern natürlich auch, um uns die Fallbisse anzuzeigen. Den kann ich hier über so ein Rädchen kann ich verstellen, wie arg er die Schnur klippt. Ja, das ist ein bisschen arg. So ist er dann fast offen. So passt es. Dass er mir auch immer sensibel die Schnur frei gibt, egal welche Schnurstärken ich fische. Das Ganze ist hier über so einen Schrumpfschlauch versteift. Das bedeutet, dass er nicht ganz so viel rumschlackert und dass es nicht die Gefahr besteht, dass er sich überschlägt beim Biss, was natürlich fatal wäre. Der Clou bei dem Super IT-Set von Carp Sounder ist, dass es ein Funkbissanzeiger ist. Funkbissanzeiger, hier ist die Funkbox, die schalte ich jetzt ein. Jetzt ist sie ein. Man sieht am roten Lämpchen, das Ding ist jetzt voll funktionsfähig. Das heißt, ich kann mich jetzt bei Regen gemütlich in meinen Schirm setzen und verpasse so keine Bisse. Ich fische jetzt hier vor Hindernissen. Meine Rollenbremse ist komplett geschlossen. Der Ring ist nochmal sicherheitshalber vor dem Bissanzeiger. Und ich klippe zusätzlich hier noch in meinen Schnurclip ein. Der Bissanzeiger ist dann schon relativ weit oben, das heißt, ich kriege nur ein paar Pieper. Das reicht mir aber, dann stehe ich an der Rute und kann den Fisch eben vom Holz und von Hindernissen fernhalten, was ja Sinn der Sache ist, da wir die Fische alle landen wollen.